بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لبرشفست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute inshallah machen wir weiter mit unserem Thema Salatul Mu'min. Und heute inshallah machen wir den zweiten Teil von Salatu Qiyamul Layl. Salatu Qiyamul Layl. Und haben wir über Qiyamul Layl letzte Woche geredet und auch viele Vorzüge auch erwähnt, wie das richtig wichtig ist. صلاة القيام أو قيام الليل قلنا أن هذه الصلاة دأب الصالحين. Das ist ein Weg von dem guten Leuten und auch شرف المؤمن, ein Ehre von einem Gläubigen, und viele Vorzüge haben wir erwähnt. Und sind wir zwar auch geblieben, أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يعني متى أو مدة قراءة القرآن. Das heißt, الرسول صلى الله عليه وسلم hat uns auch gezeigt, also wie viel Zeit braucht man, damit wir القرآن durchlesen, am besten. Weil die Sahabe haben ihm auch gefragt, ja رسول الله, ich kann das zum Beispiel in einem Tag durchlesen. Manche haben ihm gesagt 3 Tage, manche haben ihm gesagt 40 Tage, manche haben ihm gesagt also 30 Tage, 15 Tage und so weiter und so fort. كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما, als er رسول الله صلى الله عليه وسلم fragte, فقال له في 40 يوما, sagte ihm, يا رسول الله, ich kann das in 40 Tagen auch durchlesen. ثم قال في شهر, in einem Monat, und auch in 15 Tagen, und auch in 10 Tagen, und auch in 7 Tagen, und auch in also 4 Tagen. Dann sagte ihm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. Das heißt, wenn du weniger als 3 Tagen Al-Quran durchgelesen hast, du kannst das nicht verstehen. Du kannst nicht Al-Quran verstehen. Das heißt, mindestens 3 Tage. Ab 3 Tagen, dann kannst du Al-Quran durchlesen. Ich meine, also richtig auch verstehen. Kann sein, dass jemand sagt, okay, ich kann das in einem Tag auch schaffen. Aber wenn du Al-Quran in einem Tag durchliest, sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du kannst das nicht alles richtig verstehen. Warum? Es geht auch um Verstehen. Dass man Al-Quran, wie man das liest, dass wir auch also verstehen, was uns Allah azawajal sagte. والحديث يعني رواه أبو داود هو حديث صحيح. Dann kommt die Punkt Nummer 4, أفضل أوقات قيام الليل. Welche Zeit ist es am besten, dass man قيام الليل macht? Welche Zeit? Das ist, wenn wir überhaupt قيام الليل machen. Weil es gibt zum Beispiel manche Vorträge, wo man hört, was ist oder welche Fehler, die wir in Qiyam al-Layl machen. Wenn wir Qiyam al-Layl machen, auch verrichten. Und ich habe einmal einen Vortrag gehalten. Dann habe ich gesagt, der erste Fehler, die wir in Qiyam al-Layl machen, dass wir kein Qiyam al-Layl machen. Das ist der größte Fehler, subhanallah. Das heißt, wenn du kein Qiyam al-Layl machst, du brauchst nach nicht anderen Fällen also suchen. Du machst sowieso kein Qiyam al-Layl. Das ist die größte
Fehler, die wir auch machen. Deshalb afdal awqat qiyamul layl. Also es gibt drei Zeiten. Du kannst das gleich nach dem Isha verrichten. Mit qiyamul layl kannst du anfangen. Oder du kannst auch warten, bis Mitternacht kommt. Da kannst du auch qiyamul layl auch verrichten. Oder du wartest der letzte Drittel der Nacht. Und das ist der Beste. In dieser Uhrzeit ist sehr, sehr gut. Warum? Weil findest du also nicht viele Leute, die in dieser Uhrzeit Qiyamul Layl verrichten. Wenige Leute. Und wenige Leute, das heißt, Allah Azza wa Jalla hat diese Leute ausgewählt, dass die in dieser Uhrzeit auch stehen. Und wir haben auch letzte Woche gesagt, warum At-Tahajjud heißt. At-Tahajjud heißt, erst wenn du schläfst, dann aufstehst, dann heißt At-Tahajjud. Okay? Wenn du schläfst, aufgestanden bist, diese Uhrzeit heißt At-Tahajjud. Okay? Hadith eines radiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir min ash-shahr hatta nadhunnu annahu la yasum minhu. Sagte Anas ibn Malik radiyallahu anhu, und er ist in zu Hause von Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgewachsen. Sagte, manchmal ich merke, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinen Tag in einem Monat fastet. Also durch fastet er nicht in einem Monat. Und sagte auch, wo yasum hatta nadhunnu annahu la yuftiru. Und manchmal ich merke, dass er nur am Fasten ist. Das heißt nur am Fasten. Und manchmal nur am Essen. Das heißt, macht er so, macht er so. Wie auch die anderen Leute, die gekommen sind und haben nach Taten von Muhammad Sallallahu auch gefragt, was er macht. Einer hat gesagt, ich esse fast den ganzen Monat oder die ganze Zeit. Und manche haben gesagt, ich schlafe nicht. Und manche haben auch gesagt, einer hat gesagt, auch ich heirate keine Frauen und so weiter und so fort. Sallallahu, manchmal macht er so, manchmal macht er auch so. Okay. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته. Und auch genauso beim Qiyamul Layl. Du siehst ihn manchmal nur am Qiyamul Layl ist. ولا نائما إلا رأيته. Und manchmal du siehst ihn nur am Schlafen. Obwohl in der Nacht ist. Und wer hat uns das beschrieben? Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Warum? Weil er in ihm oder bei ihm aufgewachsen ist, und Hadith, yani Hadith sahih, Rawi al-Bukhari. Und das heißt, das zeigt uns, dass Ar-Rasulullah, der will oder wollte nicht für uns schwer machen, wie du kannst. Manchmal so, manchmal so. Kama qala kadhalika Ar-Rasulullah, sa'a wa sa'a. Manchmal so, manchmal so. Warum? Weil es gibt manche Geschwister, die geben von Anfang an richtig Power. Qiyamul Layl 2, 3 Monate und dann auf einmal lassen sie alles hinter. Oder verlassen sie alles. Und das ist nicht gut. Yani, mach, was du kannst. Aber wichtig, dass du machst. Auch wenn das nur wenig ist. Besser, dass man macht. Okay? ولكن الأفضل أن يكون القيام في الثلث الأخير من الليل. Beste Zeit ist letzter Drittel der Nacht. هذا هو الأفضل. الحديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاته محمد صلى الله عليه وسلم جهد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أقرب ما يكون العبد إلى ربه الحديث بين سجود بستونات الله عز وجل منه بين سجود بست. Und auch aqrabu ma yakun rabb, dass Allah Azza wa Jalla nah zu dir ist, wenn du in dieser Uhrzeit betest. Okay? In dieser Uhrzeit. Also letzte Drittel der Nacht. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ, wenn du kannst, فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَكُنْ, wenn du kannst, dass du auch in dieser Uhrzeit auch betest, dann sei auch die Leute, die auch das machen. Subhanallah.
والحديث أخرجه الترمذي. Das heißt, die beste Zeit ist letzte Drittel der Nacht. Warum? لأن الله عز وجل يكون قريبا منك. الله ist nah zu dir. Und gibt es auch einen anderen Hadith, wo auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, an Abi Huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل رب أو الرب أو ربنا تبارك وتعالى إلى كل ليل أستنس إلى سماء الدنيا. Also jede Nacht kommt Allah Azza wa Jal runter. Yenzil. Und wir wissen, was Yenzil heißt. Es gibt manche Leute, die, was sagt ihr, dass Allah Azza wa Jal runterkommt? Wir wissen, dass Allah Azza wa Jal Yenzil. Aber wie? Das wissen wir nicht. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Lakin ar-Rasul qal Yenzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin. والنزول يليق بمقامه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jal ينزل إلى السماء الدنيا. Dieser Hadith beantwortet uns auch, wenn jemand dich auch fragt, أين الله؟ في السماء. لأن ينزل إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا فهو في السماء السابعة. في السماء والنزول نعلم أنه ينزل das er runterkommt aber wie ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وماذا يقول الله عز وجل wann حين يبقى الثلث الآخر من الليل in der Drittel der Nacht فيقول من يدعوني فأستجيب له wer macht Dua ich gebe ihm فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه und wer mich auch fragt, ich will ihm auch geben. ومن يستغفرني فأغفر له يعني jemand der nach Maghfira nach Vergebung also betet gibt ihm Allah عز وجل auch auch فلا يزال كذلك حتى يبقى أو حتى يضيء الفجر. Das heißt letzte Drittel der Nacht Allah عز وجل ist oder der ist also der fragt man bis wann bis Fajr ila an yudhi al Fajr bis hell wird subhanallah wal hadith hadith muttafaq alayhi yani rawahu al Bukhari wa Muslim wa an Jabir kadhalik radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن في الليلة ساعة. Jede Nacht gibt es eine Stunde. إن في الليلة لساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة. Eine Stunde. Jede Nacht gibt es. Wenn du etwas brauchst und fragst Allah عز وجل, du bekommst, was du Allah عز وجل gefragt hast. وهذا حديث كذلك رواه مسلم يعني eine Stunde bestimmt jede Nacht okay und manchmal man hört eine Stunde wann ungefähr also 100% in diese Drittel der letzte Drittel der Nacht لأنه يكون الله عز وجل أقرب إليك الله عز وجل ist richtig nah zu dir. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام أحب الصلاة الأنبياء والرسل دائما أخبتت وداود عليه السلام كان يطيل الصلاة nicht wie wir beten الله أعلم wie die gebetet haben aber كذلك كانوا يصلون دائما auch gebetet وأحب الصيام إلى الله صيام داود auch beste Fasten was Allah عز وجل richtig geliebt hat ist von wem von داود عليه السلام warum وكان ينام نصف الليل der schläft nur die Hälfte der Nacht ويقوم ثلثه und er macht قيام الليل Drittel der Nacht.
وينام سدسه عند الشلفت زكست ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى لاقى Das heißt, er fasst einen Tag und esst einen Tag. Hada Dawud alayhi salam. Obwohl er Malik, ein König war. Keine Malikan und trotzdem keine Abida lillah azza wa jal. Er war ein richtiger Diener von Allah azza wa jal. Und der Hadith kathalik muttafaqun alayhi. Yani, rawahu al-Bukhari wa Muslim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حينما سئلت Also meistens unsere Mutter hat auch Fragen bekommen. أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Was, welche Tat hat الرسول صلى الله عليه وسلم am liebsten geliebt? قالت Schau mal, sagte الدائم Ein Tat, die du immer machst. Nicht, dass du lange Monate machst und irgendwann aufhörst, sagte unsere Mutter, beste Tat, was Rasulullah geliebt hat, Ad-Da'im, auch wenn das wenig ist, aber andauern. Qultu, mata kana yaqum, hat sie wieder gefragt, wann hat er immer Qiyamul Lil gemacht? Qalat kana yaqumu ida sami'a as-sarikh. Das heißt, in einer Uhrzeit, letzte Drittel der Nacht, in dieser Uhrzeit, kann Rasulullah steht auf. Und warum, auch in dieser Uhrzeit ist es schwer aufzustehen. Besonders in Winterzeit. Also kurz, sagen wir mal, eine Stunde dieser Richtung, eineinhalb Stunde vor dem Fajr, dass du aufstehst und Qiyamul Layl verrichtest und dann wieder auf Fajr wartest. Kann sein, dass einer Qiyamul Layl verrichtet und vernachlässigt Salatul Fajr. Ist nicht gut. Das heißt, Al-Fard, allererste. Dann Qiyamul Layl kannst du auch machen. Aber es gibt manche Leute, die denken, ich habe ganze Nacht gebetet und Alhamdulillah, ich mache ein bisschen Pause und ich schlafe bis Dhuhr. Al-Fajr kann ich immer nachholen. Du hast nichts gemacht. Subhanallah, warum? Weil Salatul Fard Aula, Pflichtgebiet allererste. وفي حديثها كذلك رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله من الليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. Das heißt, wenn Zeit von Suhur, As-Suhur kommt, der ist schon fertig mit Qiyamul Layl. Das heißt, kurz vor dem Fajr hat alles schon gebetet. Und Hadith, Rawah Abu Dawud, wa Hadith sahih. Nummer 5. Wie viele Raka'at soll man verrichtet in Salatul Al-Layl oder in Qiyamul Layl? Wie viele Raka'at? Qiyamul Layl ليس له عدد مخصوص. Es gibt keine bestimmte Rakat. Warum? Weil es gibt allgemeine Hadithen, aber es ist immer besser, dass man macht, was Ar-Rasulullah gemacht hat, damit du auch von diesen Meinungsverschiedenheiten auch weg bist. Warum Qiyamul Layl ليس له عدد مخصوص, keine bestimmte Rakat? لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل also Nachtgebet مثنى 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 heißt zwei Rakat dass du zwei Rakat verrichtest und dann Assalamu alaikum Assalamu alaikum und dann nochmal فإذا خشي هي das allgemein صلاة الليل مثنى مثنى das heißt صلي كما تشاء bete wie du kannst فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى. Und wenn einer von euch Angst hat, dass er الوتر also verpasst, besser, dass er erstens الوتر betet, eine ركعة, und dann schläft. Das heißt, hier in diesem Hadith gibt es keine bestimmte ركعة, wie viel ungefähr. Gibt es nicht. مثنى مثنى. Und wenn du Angst hast, dass du
Al-Witr verpasst, dann besser, dass du eine Raka'a verrichtest, nach dieser Raka'at, was du verrichtet hast, und dann schlafen. Das heißt allgemein. Wal-Hadithu muttafaqun alihi, yani rawahu al-Bukhari und Muslim. Lakin al-Afdal. Aber was ist besser? Dass du 11 Raka'at verrichtest. Oder 13 Raka'at verrichtest. Entweder 13 oder 11. Es gibt ein Hadith im Bukhari 13. Und es gibt ein Hadith auch, Bukhari auch 11. Bei 13 Raka'at, die Gelehrten sagen, warum 13 Raka'at? Weil immer Rasulullah macht 2 Raka'at. Wie heißt das? Aufzuwärmen. Aufzuwärmen, ja. Und dann fängt er mit Qiyamul Layl an. Okay? Hadith Aisha. رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة sagte sie الرسول صلى الله عليه وسلم verrichtet 11 ركعة zwischen صلاة العشاء und صلاة الفجر diese Bereich und du bist freiwillig wann willst du anfangen also gleich nach dem Isha fängt Qiyam al-Layl an bis kurz vor dem صلاة الفجر. Das heißt, nicht mehr als 11 Raka'at, also gebetet hat der Rasul. Beine kulli Raka'ateini wa yutiru bi wahida. Das heißt, 10 Raka'at und noch ein Raka'at. Raka'atul Witr heißt. Wal Hadith, Rawah Muslim. Wa qala kadalik, ma kana Rasulullah sallam yazidu fi Ramadan. Also in Ramadan, ولا في غيره ولا في غير رمضان عن 11 ركعه هاتني ما als 11 ركعات in Ramadan oder außerhalb von Ramadan ما als 11 ركعات verrichtet والحديث متفق عليه كذلك Nummer 6 آداب قيام الليل سبحان الله Das heißt also jetzt, als wir über Märchen reden, wir reden jetzt auch über Adab. Wie kann man das richtig machen? Welche Adab muss man haben, dass man Qiyam al-Layl verrichtet? Das ist, wenn wir überhaupt Qiyam al-Layl verrichten. Erste Adab. Yanwi 'inda nawmihi Qiyam al-Layl. Wenn du schlafen willst, dass du eine Absicht hast, dass du Qiyam al-Layl verrichtest. Solche Idee kommen nicht zum Beispiel zu Allah zu uns. Also fällt uns nicht ein, dass du schläfst und sagst Qiyamul Layl. Und subhanallah, wenn du diese Absicht hast und verschlafen hast, bekommst du Ajr. Innama al-a'malu bin-niyyat, aber nicht, dass du sagst, dass du schlau bist. Nein. Nein. Mit einer guten Absicht. Nicht, dass du sagst, okay, inshallah, ich mache diese Absicht und verschlafe ich. Und dann bekommst du gar nichts. Innama al-a'malu bin-niyyat. Das heißt, an-niyya as-sadiqa as-saliha. At-tabitha fil qalb. Das heißt, bevor du schläfst, eine gute Absicht, dass du Qiyam al-Layl verrichtest. Wa yanwi binawmihi al-taqwa ala al-ta'a. Das heißt, dieses Schlaf, was du schläfst, dass du stark bist, dass du Qiyam al-Layl machst. Es gibt manche Taten, wenn du eine gute Absicht hast, bekommst du automatisch auch Belohnungen. Warum schlafen wir? Damit wir richtig Qiyam al-Layl machen. Warum essen wir? Damit wir stark werden und viele Sachen auch machen. Warum das und das und jenes und so weiter und so fort. Das heißt, mit diesen Absichten werden wir auch so viele Sachen auch erreichen. Nur mit Absicht. Aber in guter, in richtiger Absicht. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له الأجر أو أجر صلاته Das heißt, einer der Qiyam al-Layl verrichtet und hat immer diese Absicht, dass er das auch macht und irgendwann verschlafen hat, bekommt er auf sein Konto. Das Gebet, was er nicht verrichtet hat, wird auf sein Konto Guthaben geschrieben. Warum? Weil er immer das macht. Genau wie jemand
montags fastet und donnerstags. Aber als er älter geworden ist oder krank geworden ist, er kann nicht mehr fasten. Sein Konto wird immer voll. Warum? Weil er hat immer das gemacht. Aber jetzt, er kann nicht. Und er hat diese Absicht. Sie sagt, wenn ich ja so richtig das kann, dann mache ich auch. Aber er kann nicht mehr. Aber er bekommt. Subhanallah. Oder auch wenn du auf die Reise bist, wenn du Qiyamul Layl machst und du bist auf die Reise, bekommst du auch gleiche Belohnung, was du bekommst, wenn du zu Hause bist. Obwohl du auf der Reise bist. Aber wenn du nichts machst, bekommst du auch nichts. Und das sage ich immer, das ist die wahre Rente. Wahre Rente heißt so, dass du bei jugendlicher Zeit aktiv warst. Als du alt geworden bist, kannst du nicht mehr viel Taten machen. Aber Konto kommt immer voll. Wird immer gut geschrieben. Oder auch wenn du gestorben bist. Es gibt Taten, die, obwohl du gestorben bist, dein Konto wird immer voll. Oder auch Gegenteil. Lehada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn einer, also mit einer guten Absicht ist und er verrichtet auch Qiyamul Layl und irgendwann krank ist oder verschlafen hat, er wird seine Belohnung immer bekommen. Und sogar dieses Schlafen, was du geschlafen hast, Allah gibt dir wie ein Sadaqa. Du hast geschlafen und du hast dazu auch Belohnungen auch bekommen. Allah Azza wa Jalla ist Karim. Wal-Hadithu Rawahu An-Nisa'i wa huwa hadithun sahihun kadhalik. Wal-Hadithi Abi Ad-Dharda radiyallahu anhu يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه wenn jemand schlafen will kommt in seinem Bett وهو ينوي und der hat eine gute Absicht وهو ينوي أن يقوم ليصلي قيام الليل فغلبته عيناه du willst also قيام الليل machen aber kannst du nicht den ganzen Tag du bist bei der Baustelle richtig arbeiten, hart arbeiten und auf einmal, du kannst nicht. Ja, du kannst nicht. Das heißt, Augen, du bekommst sie nicht auf. Zu. Wir sind Menschen. Manchmal kannst du nicht aufmachen, subhanallah. Du brauchst diese Sekundenkleber hier. Ja? Einer da und einer da. Und trotzdem, du schläfst so. Weißt du? Subhanallah, schau mal, wie Allah Azza wa Jal Ghafur und Rahim, Karim, sagte Rasulullah, فغلبته عيناه حتى أصبح. Bis morgen, schläfst du bis morgen. كتب له ما نوى. Wird für dich geschrieben, was du, welche Absicht gehabt hast. Das heißt, Qiyam al-Layl wird für dich geschrieben. Obwohl du das nicht gemacht hast, obwohl du nur beim Schnarchen warst. Und du bekommst. Und das ist ein Recht, musst du eine richtige Absicht haben. وكان نومه صدقة عليه من ربه. Der Schlaf, was du geschlafen hast, du bekommst wie ein Sadaqa von Allah Azza wa Jal. Ein Geschenk von Allah Azza wa Jal. Dass du geschlafen hast und dass du auch Belohnungen auch bekommen hast. Wal Hadith rawahu An-Nisa'i. Nummer 2, also von Adabu Qiyamul Layl und auch من سنن محمد صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه يمسح النوم عن وجهه wenn er aufgestanden ist von Schlaf. Manchmal du siehst, dass jemand so macht. Das ist von Sünde auch, dass du so machst. Auch wenn du nichts hast, hier diese Versen, diese... Du bist Deutscher, was ist das? Was ich meine, wenn jemand geschlafen hat, da kommen diese komische Sache, diese Krummel, diese... Amesh, Amesh, Schlaf. Schlafsand. Sand. Schlafsand. Die Katzen sogar auch haben die. Die Katzen sogar haben die auch. Schlafsack, oder? Schlafsand. Wisst ihr, was ich meine?
diese Dinge, wenn er aus seinem aufsteht und schlaft, der macht so oder so. Das ist von Sunna, subhanallah. Inda al-Istiqad, wenn er aufgestanden ist, dass er Allah Azzawajal auch gedenkt, sagte: Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Das Adhkar, was wir wissen. Wayashusu fahu bis-siwak. Wayashusu fahu bis-siwak. Siwak, was wir wissen, macht auch As-Siwak. Siwak auch von Sunna. Manche Gelehrten haben gesagt, wenn du nur Siwak als Siwak benutzen willst, nicht, dass du sauber machen willst, besser mit rechts. Aber wenn du zum Beispiel etwas hier in deinem Mund hast oder du willst zum Beispiel diesen Mundgeruch machen willst oder Weg machen willst, besser mit links. Okay? Aber nur als Sünder, dass du mit rechts machst. Wenn du Sachen, was du im Mund hast, wegmachen willst, besser mit links machen. Wayaqul, was sagte Rasulullah? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Wa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt, Rabbighfirli. Diese Adhkar, was ich jetzt gesagt habe, sagt er nach Siwak, Lihadithi Ubad ibn Samit. Was bekommt man, wenn du das sagst? Hadith Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal: Man ta'arra min al-Layl. Man ta'arra min al-Layl. Das heißt, auf einmal du bist wach. Du willst zum Beispiel trinken oder was anderes machen. Hauptsache, du bist wach. Und auf einmal willst du weiter schlafen. Wenn du ihn. Aber wer kommt auf diese Idee, subhanallah, dass man in diese da auch sagt? Meisten, die machen wach. Erste Sache, was sie gucken: Uhr. Es ist jetzt 2 Uhr, ich habe noch 9 Stunden zu schlafen. Kein Drache, gar nichts. Der freut sich. Als ein Paradies wäre es, subhanallah. 9 Stunden noch, das sind 2 Uhr. Es ist nur 2 Uhr früh. Oh, 9 Stunden. Das heißt, nach dem Fajr, nach Tor kommt er. Subhanallah. Das heißt, man ta'arra min al-layli faqal und sagt, du bist einfach auf einmal wach und sagst du diese Dua: La ilaha illallah wahdahu la sharik. Schau mal, at-tawhid. التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال نختز دعاء دان زاكستو اللهم اغفر لي أو دعا بدعاء آخر استجيب له. Das heißt, egal welche du machst, nach diesem Dua oder nach diesem Dhikr, bekommst du sofort. Subhanallah. Und Hadith, yani rawahu al-Bukhari, La ilaha illallah. Es gibt auch ein Hadith, subhanallah. Wenn du sagst 100 Mal, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das. 100 Mal. Ganze Tag. 100 Mal. Du kannst zum Beispiel sagen: Okay, nach dem einen Gebet mache ich 20. Oder ich habe Zeit, dass ich sitze und La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Diese Dua, du brauchst 15 Minuten, 20 Minuten. Was bekommst du? Das ist genau, wenn du 10 Sklaven befreit hast. Okay. 100 Sünden werden vergeben. Und 100 also Belohnungen werden gut geschrieben. Und du bist ganze Tag beschützt. Vier Sache. Oder dritte Sache. Und vierte Sache: Keiner wird das bekommen, was du bekommen hast. Nur jemand, der über 100 diese Dua gesagt hat.
Subhanallah. La ilaha illallah. Wir haben subhanallah Zeit. Manchmal du bist in Praxis, Hausarzt. Du wartest 2 Stunden. Du setzt nur, das war's. Muss man Zeit ausnutzen. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Schau mal, erste Belohnung, was du bekommst, 10 Sklaven befreist du. 100 Sünden werden gelöscht. 100 Belohnungen oder 100 Ajr werden gut geschrieben. Dritte. Und vierte, ganzen Tag bist du beschützt von wem? Von Ash-Shayatin. Und vierte oder fünfte, keiner wird gleiche Belohnung bekommen, außer jemand, der mehr als 100 Mal sagt. Hadith al-Bukhari und Muslim, subhanallah. Okay. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه einmal يعني ابن عباس ist cousin von محمد صلى الله عليه وسلم ist cousin von محمد صلى الله عليه وسلم und ابن عباس der war auch meistens oder hat meistens bei رسول الله صلى الله عليه وسلم auch übernachtet warum weil er hat kein Problem, dass er zur Frau von Rasulullah einfach reinkommt. Er darf nicht, aber warum er darf? Weil die Frau von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ist seine Tante, Maimuna. Ist seine Tante. Das heißt, er kommt rein, raus, egal wann er will. Er braucht nicht also immer also sagen, ich bin da oder so. Das ist seine Tante. Er kommt einfach auf einmal rein. Maimuna heißt sie. Ummuna Maimuna, unsere Mutter Maimuna, Rasulullah Anna. Sagte Ibn Abbas, ist der Rasulullah. Einmal habe ich Muhammad gesehen, dass er aufgestanden ist. Und dann hat die letzten 10 Ayat von Surat Ali Imran. والحديث رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل sagte auch die Sahabi رضي الله عنه immer wenn Muhammad صلى الله عليه وسلم aufsteht von seinem Schlaf كان يشوص السواك أو أسنانه بالسواك يشوص فاه بالسواك ويقول أذكار النوم التي تأتي بعد النوم dann kommt Nummer 3 يعني الأدب نمرة 3 يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين das auch von الأدب dass رسول الله صلى الله عليه وسلم immer 2 ركعات für aufwärmen der macht aber nicht so lang خفيفتين ganz leicht nicht kurz ganz also nicht wie قيام الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين إما في محمد صلى الله عليه وسلم قيام الليل في غشتنفيل فينكت مت 2 ركعات خفيفتين بسين زو كورت ومن ديزة 2 ركعات بيش أشعر كزاكت هابه إما حدش 13 ركعات Aber die Gelehrten haben gesagt, diese 13 Rakat, 2 ersten waren nur aufzuwärmen und dann fängt er mit Qiyam al-Layl an. Nummer 4, يستحب أن يكون تهجده في بيته. Also von Adab, dass man auch Salat al-Tahajjud, auch Qiyam al-Layl, dass man zu Hause macht. Nicht woanders, außer Tarawih. Okay. Es gibt manche Leute, die machen ab, zum Beispiel sagen, heute treffen wir uns, damit wir zusammen Qiyam al-Layl verrichten. Das ist eine Sünde. Wie manche Gruppen. Die sagen, okay, inshallah, am Freitag, wir machen einen Termin, dass jeder kommt und dann verrichten wir Salatul Qiyam. Sowas hat nicht aus Aslam gemacht. Okay.
يستحب أن يكون التهجد في البيت، also zu Hause. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في بيته. والآزلبة zu Hause قيام الليل في غشطات. ولحديث زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بالصلاة في بيوتكم. فغشت ihr eure Gebet in eure zu Hause. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Das heißt, beste Gebet, was man verrichtet, diese freiwillige, als Sunan zu Hause, aber al-Maktuba, die Pflichte Gebete in der Moschee. Wir haben keinen einzigen Beweis, dass Rasulullah diese freiwillige Gebete in der Moschee verrichtet hat. Hat alle zu Hause. Gleich nach Pflichtgebet, er kommt nach Hause und dann verrichtet er die Raka'at oder die freiwillige Gebete. Sogar auch sagte uns, لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Dürft ihr nicht eure Zuhause wie Friedhöfe machen. Und die auch zeigt uns, dass man nicht im Friedhof also beten darf. Obwohl er das nicht direkt gesagt hat, indirekt, aber versteht man auch. Dürft ihr nicht eure Zuhause genau wie Friedhöfe machen, weil man nicht im Friedhof also beten darf. Okay? Und der Hadith rawahu Bukhari Muslim. Nummer 5. Al-Mudawama ala qiyam al-layl wa adam qat'ihi al-mudawama. Dass man andauernd das macht, nicht irgendwann aufhört. Ja? Al-Mudawama. Yustahabbu an yakuna lil-muslimi rak'at ma'luma yudawimu 'alayha. Rak'at, das heißt, du kannst sagen, okay, ich kann nur 3 Rak'at oder 5 Rak'at. Das ist meine also Kraft kann das nur ertragen. 3 Rak'at. Besser als nichts, das heißt auch, zählt auch als Qiyamulli. 3, 5, 7, 9, 11. 13 Rak'at. Okay? لحديثي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الأعمال ما تطيقون. Nehmt ihr von Taten, was ihr macht, was ihr könnt. Nicht, dass du richtig Power gibst, eine Woche, zwei Wochen und dann auf einmal aufhörst. Nimm, was du kannst. Dein Jihad, was du leisten kannst. خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الله عز وجل bekommt keine Langeweile. Erst wenn ihr Langeweile bekommt. Allah Azza wa Jalla bekommt, weil du kannst beten, wie viel du kannst. Allah Azza wa Jalla sieht dich. Wenn du 3 Raka'at verrichtest, er sieht dich. Wenn du 20 machst, genauso. Weil man bekommt diese Langeweile. Irgendwann hört man auf. Das heißt, an dem Hadith gibt es auch. Mach, was du kannst, auch wenn das nur Qalil, wenig ist, aber muss andauernd sein. قال كذلك صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله. Beste Taten, was Allah عز وجل auch liebt. ما داوم عليه صاحبه. Was du immer machst. وإن قل. Auch wenn das wenig ist. وإن قل. Wie gesagt, 3 Rakaat, das ist meine. So kann ich also nur 3 Rak'at, dann mach 3 Rak'at. Erst wenn du fühlst, dass du richtig aktiv wirst oder bist, dann sagst du, okay, inshallah, ab morgen mache ich wieder 5. Und so weiter und so fort. Und 100%, wenn du 3 Rak'at machst, irgendwann willst du noch mehr. Weißt du? Aber nicht, dass du auf einmal machst du 13 oder 11 Rak'at und richtig lang, und auf einmal hast du Langeweile. Nein. Mach, was du kannst. Sogar auch Rasulullah sagte, Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Abdullah, la takun mitla fulan, kana yaqumu al-layl, fataraka qiyam al-layl.
Also, das heißt, Rasulullah sagte zu Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, sagte ihm: Ja, Abdullah, sei nicht wie der andere. Er hat immer Qiyamul Layl also verrichtet und auf einmal jetzt aufgehört. Sei nicht wie er. Sallallahu alaihi wasallam. Und der Hadith, muttafaqun alayhi kadhalik. Nummer 6. Ida ghalabahu an-nu'as, yanbaghi lahu an yatruka as-salah. Wenn du müde bist und du sagst, nein, ich will weiter, hier musst du aufhören. Sogar auch eine Mutter von uns, sie hat, subhanallah, weil sie wollen immer noch mehr machen, was sie auch sogar nicht ertragen können. Zwei Säulen in der Moschee von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjid Nabawi. Zwei Säulen, eine da und andere da, und die haben ein Seile gemacht. Die haben beim Qiyamul Layl richtig festgehalten, damit die nicht runterkommen. Subhanallah. Und dann, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, sagt: Mach ihr, was ihr könnt. Nicht, dass du also festhaltest, dass du nicht also fällst oder nicht. Nein. Mach, was du kannst. Yani, wenn du nicht mehr wach bist, dann geh schlafen. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة wenn einer von euch während dem Gebet schläft oder einschläft فليرقد er muss schlafen حتى يذهب عنه النوم bis er wieder wach ist warum فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. Das heißt, während dem Gebet und du schläfst, du willst was Gutes, kann sein, dass du dich selber schimpfst. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Oder kann sein, dass du falsch Ayat liest. Deshalb aufhören, schlafen. Mit diesem Absicht bekommst du, was wir vorher gesagt haben. Du willst das machen, aber du kannst nicht. Du bist nicht wach, du bist müde. Geh schlafen. Innama al-a'malu bi النيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق كذلك عليه ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قال يعني يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع Das heißt, wenn einer von euch aufgestanden ist und er will auch Qiyam al-Layl verrichten, aber auf einmal er weiß nicht, was er sagt. Also Al-Quran in seiner Zunge durcheinander. Er muss schlafen. Er darf nicht weiter Al-Quran falsch lesen. فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول. Und er weiß nicht, was er gesagt. Oder er weiß nicht, was er sagt. فليضطجع. Er muss sofort schlafen. والحديث رواه مسلم. Nummer 7. هذا كل آداب. Aber welche Adab von diesen 6 Adab machen wir, subhanallah? Nummer 7. Yustahabbu an yuqida ahlahu. Ist auch erwünscht, dass du deine Frau zum Qiyamul Layl aufsteht. Dass sie aufstehen muss. Zum Beispiel, du sagst, ich verrichte Qiyamul Layl, aber dazu auch, sage ich auch meine Frau, komm, beten wir zusammen. Oder ein paar Rakat kannst du auch selber auch verrichten. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فإذا أوتر قال لعائشة قومي فأوتري يا عائشة رضي الله عنها Das heißt, wenn Muhammad صلى الله عليه وسلم sogar قيام الليل verrichtet und er will الوتر verrichten, er sagt zu unserer Mutter عائشة, steh auf, damit du الوتر verrichtest. Das heißt, steh auf, das heißt, sie ist beim Schlafen. Und trotzdem, der sagt, ja, Aisha, قومي فأوتري. قومي فأوتري. والحديث متفق عليه كذلك. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شامل جزء حديث أوخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله دو بكم زوجة أوخين رحمة فن الله عز وجل رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ein Rajul
Ein Muslim, der Qiyamul verrichtet. Was noch? Thumma ayqada imra'atahu litusalli. Und dann danach, er weckt seine Frau auf, damit sie auch Qiyamul verrichtet. Fa'in abet, wenn sie nicht will. Schau mal, auch ein extra Adab. Fa'in abet, nadaha fi wajhiha al-ma'. Dass du ein bisschen Wasser nimmst. Dann kommst du so. Oh, was bekommst du, wenn du das machst? Allahu Akbar. Besonders wenn neben euch ein Fenster ist. Allahu Akbar. Subhanallah ist. Allah, subhanallah. Manchmal, man liest solche Hadithen und man denkt, dass wir nur über Menschen reden, subhanallah. Dass du aufstehst, Qiyamul-Layl verrichtest und dann da kommst du zu deiner Frau, weckst du sie auf, wie sie nicht will, nimmst du ein bisschen Wasser drauf, schütteln. Das heißt, wenn sie auch ein richtiger Mu'min ist, das ist ein Gut für sie, dass sie aufsteht, weil das ist Zeit von Qiyamul-Layl eigentlich. Sogar Sahabatu, die kommen zum Beispiel in diese letzte Drittel der Nacht und die klopfen. Kam einer und der hat geklopft. Und da kam einer zu ihm, wer ist draußen, hat aufgemacht. Und sagte ihm, warum störst du uns in dieser Uhrzeit? Der andere, der kam, sagte ihm, ich habe nie gedacht, dass die Leute in dieser Uhrzeit schlafen. Habt ihr schon? Ich habe nie gedacht, dass die Leute, die Muslime, in dieser Uhrzeit schlafen. Deshalb bin ich zu euch gekommen. Auf. Subhanallah. Und auch Rasulullah hat das auch gemacht. Mit seiner Familie. Der kommt und der klopft. Aufstehen. Zu Ali radiallahu anhu und auch seine Tochter Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, subhanallah, hier. Ich kann dir euch nicht sagen, es gibt nicht, es gibt immer noch Brüder, es gibt immer noch richtige Muslime, die sowas machen. Warum? Weil, was sagte Rasulullah? Rahimallahu, das ist ein Dua von wem? Von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimallahu rajulan, qama minal layli, danach fa'ayqada zawjatahu zum Beispiel. Wenn sie, fa'in abet, wenn sie nicht will, nimmst du ein bisschen Wasser und dann drauf machst. Aber wenn du das jetzt mit deiner Frau machst, Allahu a'lam, mache ich wie, ob du noch am Leben bist oder nicht. Okay? فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءُ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً. Schau mal. Das ist, damit nicht die Frauen sagen, aber was ist mit uns? وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً. Auch. Eine Frau. Sie bekommt auch Rahmah von Allah Azza wa Jal. Was macht sie? قامت من الليل. Dass sie auch قيام الليل verrichtet hat. ثم أيقظت زوجها. Und danach kommt, um ihren Mann aufzuwecken. فإن أبى, wenn er nicht will. Genauso. Oh, Miskina, was, das ist, wenn er, also wenn er auch nur Pflichte, Gebete betet. Was ist, wenn sie ihm sagt, Qiyamul Layl? Der betet auch nicht. Weißt du? Ja. Yani, thumma ayqad zawjaha fa in aba nadajat fi wajhihi al-ma. Wenn er nicht will, dann schüttelt sie ein bisschen Wasser, damit er aufsteht. Wal hadith, subhanallah, rawa al-Nisa'i, wa huwa hadith sahih, kadhalika rawahu ibn Majah wa ibn Dawud. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله نكست مال مقبل بيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.